Herzlich willkommen bei dem zweiten Video über das Hauptspiel der Dark Emergency, in dem wir uns den nicht enden wollenden Kampf an der Häuserecke anschauen. Präsentiert von KHS Tactical Watches. Nice, er hat ihn gebankt. Wie ihr seht, ist der Wald hinter der Häuserecke gut besetzt. Hier seht ihr nun die andere Seite, die gerade einen Angriff plant. Hast du eine Hasch jetzt? Impact. Achte ja, drauf. Hey, auf beiden Seiten haben wir das. Deck mich. Ich schieße her. Ich muss es beiden sein. Die sind aber ziemlich weit hinten. Ne? Nein, die sind direkt hier an der Wand. Die sind direkt an der Wand, okay? Deswegen, warte mal, geht einer etwas raus und schießt drauf. Aber ich muss an der Wand entlang rennen, okay? Der Plan wäre gut, wenn die Ecke, die wir gerade gesehen haben, nicht wie hier zu sehen unter permanentem Feindbeschuss wäre. Bereit? Okay. War nicht mutig, mein Freund. Alles okay? Darf ich deinen Ring haben? Ja, okay. Weißt du, ob du jemanden erwischt hast? Ne? Ja, ich hab gebankt, aber ja. Ich drück ja nicht ab. Also, ja, aber mit der Granate. Ja, ja. Ja, komm. Dankeschön. Mann, ich. Wo ist der andere Scheiß? Vorsicht. Was suchst du denn? Ja. Ach, leer. Magazin ist leer, sorry. Auch die andere Seite plant hier nun einen Vormarsch um die Häuserecke. Achtung, noch einer, zwei Minuten. Da es hier von beiden Seiten aus nicht vorangeht, schauen wir uns die Situation im Wald dahinter etwas näher an. So gut wie jeder zielt von hier aus auf die Häuserecke und hofft, dass als nächstes wieder ein Gegner herumkommen will. Okay, der ist draußen. Doch mittlerweile kommen auch durch den Wald daneben ein paar Gegner. Hit! Hey, Orga! Die versichern, dass da keine Highlander sind. Ha? Ich war da gerade. Du kommst an die mit der Reichweite nicht dahin. Wie wir sehen, fallen die Kugeln kurz vor dem Ziel auf den Boden. Als Schütze ohne Zoomkamera sieht man das nicht. Nee, die droppen kurz vorher. Weshalb viele Leute hier zu Unrecht als Highlander bezeichnet werden. Gut 90% aller Highlander-Beschimpfungen resultieren genau hierauf. Unbelehrbare Schützen schießen aber trotz mangelnder Reichweite auch immer weiter auf das Ziel. An dieser Stelle gingen wir zurück auf die andere Seite. Es folgt das wohl actionreichste Video der Dark Emergency, das allerdings erst im nächsten Video. Und da ich immer wieder gefragt werde, ja, ihr dürft selbstverständlich alle meine Videos per Link oder HTML-Einbindung überall teilen, wo ihr wollt, solange sie zu diesem Zweck nicht irgendwo neu hochgeladen werden. Ich freue mich über jeden, der meine Videos irgendwo teilt, damit das sehr hilft. Wir sehen uns dann im nächsten Video.
präsentiert von KHS Tactical Watches. Hier seht ihr links das letzte Video verlinkt und rechts das nächste Video, welches jeweils eine Woche nach Upload erscheint. Wenn ihr nichts verpassen wollt, könnt ihr diesen Kanal unter dem Video abonnieren. Mehr Infos zu meinen Videos bekommt ihr auch auf meiner Facebook-Seite unter dem Video verlinkt. Bis zum nächsten Mal.